Hallo zusammen und willkommen zurück beim Tempel des stillen Sturms sind wir jetzt. Ich habe zwischendurch schon wieder eine etwas längere Pause machen müssen, also es ist immer noch derselbe Tag. Ich hatte jetzt vorher eine Folge aufgenommen und während ich diese Folge gespeichert hatte, beziehungsweise die Aufnahme gespeichert hatte, ich verkrümmel mich mal gerade, da kommen welche, habe ich einen Anruf bekommen und derweil hatte ich dann mich erstmal aus dem PvP-Geschehen hier natürlich zurückgezogen. Weil so ein AFK-Spieler, der ist jetzt nicht wirklich etwas wert, nicht wahr? Und deswegen kann das sein, dass jetzt hier dieses ganze Kartengedöns ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und wir vielleicht gleich eine Karte spielen, die wir gerade eben schon hatten, beziehungsweise einen Tag vorher. Aber ich glaube, eigentlich ist das auch total egal, was man hier für Karten spielt. Ja, das gehört schon uns. Ach nee, noch nicht ganz. Ihr habt Yay. Wir laufen einmal darüber und kriegen gleich 10 Punkte. Das ist natürlich auch schön. Es gehört soweit alles uns, außer das hier in der Mitte. Wie kommt man denn da hin? Ach, ist das das Ding, was da in der... was da in dieser Versenkung... In der Versenkung... Nee, das ist das hier. Doch, das ist doch das, was ich dachte. Wo man von hier diesem langen Gang... langen Gang da unten, ne? So, wo ich beim letzten Mal nicht wusste, wo es hier rein und raus geht. Genau. Gut, dann schnappen wir uns das mal, beziehungsweise probieren es uns zu schnappen. Nicht, dass jetzt hier gleich irgendwie 3000 Gegner uns entgegenspringen. Das wäre nicht sehr praktisch, aber es sieht gut aus. Dafür werden aber gerade die anderen beiden Dinger eingenommen. Nee, ein Ding eingenommen. So, das eine war noch von uns. Und zwar das da links oben, wo wir gerade eben gewesen sind. Aber hier kam man ja nicht raus, ne? Ach, das ist ja alles ein bisschen fies. Aber es sieht gut aus für uns. Wobei man natürlich den Tag nicht vor dem Abend loben sollte, wie es so schön heißt. Bleib mal stehen, du blöder Messmer. Das ist jetzt schon wieder die Illusion offenbar. Oh, hier ist ein Halbtoter. Dann kümmere ich mich mal lieber um den. Na, nicht sterben. Ach, verdammte Axt. Aber er liegt auch. Jawohl, er liegt auch. Sehr gut. Und der Messmer, ja, der hat uns jetzt zerlegt. Verdammt Axt. Aber der Halbtote, der war so... Ach, das war so... Der war so zum Greifen nah. Na, was soll's. Egal. Egal, egal. Sterben gehört halt nun mal auch dazu. So ist es halt. Zack. Einmal hier durchgerannt. So. Da unten geht die Post ab. Oder geht die Post hier nicht mehr ab, sondern wir kriegen hier aufs Fressbrett. Ja, Mist, hat er den jetzt getötet. Ich habe gedacht, vielleicht können wir den hier irgendwie ein bisschen wegschlagen und dann hätte man gegebenenfalls unseren Kollegen da wieder auferstehen lassen können. Aber das hat nicht sollen sein, offenbar. So, ich möchte den hier gerne umboxen. Ich glaube nur, dass wir das nicht hinkriegen. Komm schon, den möchte ich so gerne mitnehmen, bevor wir sterben. Jawohl, da liegt der. Auch wenn wir das, glaube ich, nicht waren. Aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, er ist hinüber. Aber er ist noch nicht ganz hinüber. Denn man musste ja dann immer noch mal erledigen. Ist das hier? Ja, das ist der richtige Messmer offensichtlich. Denn der hopst da so dumm durch die Gegend. Ah, verdammt. Auch ein Hirsch. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß überhaupt nicht, was das für Ränge gibt. Ich glaube, ich habe das mal gefragt. Aber keine Antwort bekommen. Oder beziehungsweise vielleicht habe ich sie auch mittlerweile bekommen, nur weil ich in Vorproduktion bin, merke ich das im Moment noch nicht, weil die Folge eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht online ist. Mein Gott, ist das alles kompliziert. So. Ja, dann setz mal ein. Ach, verdammte Axt. Wir sollten uns hier um den Waldläufer erstmal kümmern. Das ist doch hier unser Special Friend, ne? Den wir jetzt hier schon die ganze Zeit kaputt gemacht haben. Oder versucht haben, kaputt zu machen. Ach, das ist aber auch richtig gemein. Zack. Oh, ist ein Wolf? Oder was war das da gerade? Cool. Ein Doljak habe ich auch schon mal gesehen als Rang, wenn ich mich nicht täusche. Auch eine coole Sache. So, das hier ist nur ein... keine Illusion, sondern wie heißt das beim Dieb? Ein Helfer, ein NPC, ein Mob, ein Zusatz, ein... Keine Ahnung. Ist ja auch total egal. Da oben. Ist das der Stützpunkt von unserem Team? Oder ist das... Nee, wir starten hier, ne? Ja, roter Stützpunkt. Genau, okay.
So. Wer greift uns denn? Ach, da hinten. Okay. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier versuchen zu verdünnisieren. Guck mal, wie Team Blau aufgeholt hat. Ne, dafür, dass das ja am Anfang für uns mehr als gut lief, muss man ja sagen, haben die jetzt hier richtig heftig den Spieß umgedreht. Aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir versuchen hier natürlich weiterhin unser Bestes. So sieht es nämlich mal aus. Na. Und zack, perfekt. Ja, weil wir es halt einfach mal können, nicht wahr? Ja, ich glaube, das ist, ja, das könnte noch spannend werden. Das muss jetzt nicht heißen, dass Team Blau gewinnt und dass wir uns hier klein kriegen lassen, aber es ist halt schon so, die haben natürlich schon ordentlich Punkte mehr, ne? Über 100 Punkte mehr, das ist natürlich schon was wert. Das darf man nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Das sage ich ja immer und immer und immer und immer wieder. Ja, wir haben dafür aber gleich hier das, was ist das, das Tor? Oh, sehr schön. Ihr kontrolliert das Tor. Ja, das ist wohl wahr. Und wir werden auch gleich angegriffen hier. Ihr habt alle drei Punkte. Ach, ich hasse es, gegen Diebe zu kämpfen. Ich mag allgemein so fiese Klassen ja total gerne, ne? Also, ich spiele die super gerne selber. Aber ich kann sie meistens nicht spielen. Weil die sind mir zu... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist immer alles so, man muss halt irgendwie total geschickt sein, habe ich immer das Gefühl. Aber gut, das klappt ja hier. Naja, das hat jetzt hier ganz gut geklappt. Sofern wir ihn denn jetzt endlich mal töten können, auch komplett. Jawohl. Sehr schön, da haben wir so ein kleines Duell gewonnen. Das ist immer eine feine Sache, da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, weil das nicht allzu oft passiert. Ich hoffe zumindest, dass wir das Duell gewonnen haben und dass wir nicht irgendwie im Hintergrund noch Hilfe hatten und dass ich das jetzt nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube, das haben wir tatsächlich aus eigener Kraft geschafft. Yay. Lasst mich einfach an dem glauben. Auch wenn da jemand anderes gewesen ist, den ich nicht gesehen habe, sagt's mir nicht. Ich will es gar nicht hören. So. Jetzt versuchen wir das hier einzunehmen. Ah, das ist so ein... ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es sah sehr, sehr gut für uns aus, aber... jetzt im Moment sieht es wieder schlechter für uns aus. Guck mal, hier alles ist neutral im Moment. Ach, Mist. So, das haben wir. Ihr habt den Altar erobert. Ja, das haben wir wohl. Und das Ding in der Mitte, da wird wahrscheinlich gerade drum gekämpft. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt nicht einfach dahin rennen sollten, weil vermutlich ist da nämlich keiner mehr. Die sind jetzt alle runtergelaufen. Und genau dasselbe haben sie sich wahrscheinlich auch vom Altar gedacht und sind jetzt genau just in dem Moment auch dahin gelaufen. Da waren die aber fix, oder? Wahrscheinlich gibt es irgendwie ein bisschen einen schnelleren Weg. Nicht so wie ich immer laufe, einmal mit der Kirche ums Dorf, wie man so schön sagt. Ja, guck mal, wie schnell. Und wenn die richtig flink sind, dann können die uns jetzt hier vielleicht sogar aufhalten, dass wir hier das Dingsbums nicht einnehmen können. Ich weiß nicht, wie das hier heißt, Tempel. Ach, Mist, ey. So, und jetzt kommen die alle hier hingerammelt. Ja, den haben wir allerdings... Ja, das ist sie wohl. Allerdings wird uns das nicht wirklich viel bringen. Ich laufe jetzt zwischen den beiden Dingern hin und her. Vielleicht kann man da hinten irgendwie rumgehen. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich befürchte, das schaffen wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr aufholen. Über 100 Punkte. Sie haben fast 500. Das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das macht nichts. Wie gesagt, auch verlieren gehört dazu, selbst wenn man am Anfang in Führung lag. Das ist halt immer das, von dem ich gesprochen habe. Man darf sich hier auf gar keinen Fall auf seinen Lorbeeren ausruhen. Man muss halt immer ständig seine Augen eigentlich überall haben. Ja, jetzt haben sie schon gewonnen. Und, na los. Tada. Immerhin waren wir auf Platz 1 mit 135 Punkten. Das ist ja schon mal eine ganz feine Sache. Hier haben wir wieder was Schönes bekommen, weil wir die täglichen Erfolge schon wieder abgeschlossen haben. Also das ist eine Sache, die hier wirklich im PvP so wahnsinnig schnell geht. Wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mich gar nicht damit rumgeschlagen, immer irgendwie, was weiß ich, 50 mal Holz hacken zu gehen und 30 mal Erz zu sammeln und was weiß ich nicht alles. Na egal, ja, jetzt haben wir genau das, was ich vorhin am Anfang der Aufnahme jetzt gemeint habe, dass wir jetzt schon wieder im Wald von Niffelnuffel sind, obwohl wir da ja eigentlich angefangen haben. Team Rot! Der Kampf. So. Obwohl wir damit ja eigentlich in der letzten Folge angefangen haben, aber das ist eigentlich auch total Wurst. Macht ja nichts. Ich mag die Karte hier an sich ganz gerne. Die ist jetzt nicht sonderlich spannend. Die ist jetzt aber auch nicht
sonderlich langweilig. Also die ist halt so ein Mittelding, finde ich. Und wieso habe ich eigentlich immer monatlich irgendwie da 1 von 4 stehen, obwohl ich ja öfters im Monat spiele? Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich meine, bei der letzten Aufnahme, also nicht bei der gestrigen Folge, sondern bei der kompletten Folge von gestern, bei der kompletten Aufnahme vom letzten Mal so, dass ich da auch schon 1 von 4 hatte. Aber das sind ja nur ein paar Tage vergangen und nicht irgendwie 5 Monate. Naja, egal. Was soll's. Kann mir eigentlich auch total egal sein. So, gehen wir hier den Typen umhauen. Den Schwan hier. Ja, ne, das machen wir. Über den lernt man auch jede Menge. Wenn man so außerhalb halt ein bisschen leveln geht, ich glaube bei den Noren, da lernt man sehr viel über Schwan hier. der dann bei den Noren, ja doch, ich denke schon, bei den Noren halt sehr vertreten ist. Und wenn man da mal so die Aufgaben halt erledigt, nicht nur den Haupthandlungsstrang der Noren da irgendwie, sondern wirklich einfach mal ein bisschen in deren Gebiet questet, halt einfach nur Aufgaben erledigt, ist das schon so, dass man da jede Menge über Svanir lernen kann. So, das finde ich ganz cool eigentlich, dass man gerade, wenn man geschichtlich gesehen sehr viel Wert auf Spiele legt, dass es dann so ist, dass man hier wirklich durch die anderen Startgebiete auch sehr, sehr viel lernen kann. Das finde ich, haben die hier wirklich in dem Spiel sehr, sehr schön umgesetzt. Und dass es sich nicht nur deswegen lohnt, sondern auch wirklich wegen der Belohnung, die man bekommt und auch wegen der Erfahrungspunkte, sofern man noch nicht Level 80 ist. Aber man kann ja immer noch mit Level 50 in ein Level 1 Gebiet gehen und wird ja dann halt runtergestuft. Und die Gegner werden einem angepasst oder man wird den Gegnern angepasst viel mehr und so weiter. Also das ist schon ganz cool gelöst. Kann manchmal frustrierend sein, wenn man einfach nur schnell von A nach B möchte und dann ständig irgendwie angegriffen wird, kann das auch sehr nervig sein. Aber an sich ist es eigentlich eine coole Sache. Wow, hast du ein mega Schwert, Kollege. So, ich probiere jetzt hier nochmal diese wunderschöne Taktik aus. Hier erstmal mit dem Hammer. Aha. Da habt ihr gerade schon gesehen, mit Fähigkeit Nummer 5 können wir den also umboxen. Das ist eine ganz feine Sache. So, wir sollten mal hier uns heilen, dann den nochmal umstoßen vielleicht. Und, jetzt hat er sich auch irgendwie geheilt, glaube ich, wa? Oh, wir haben ihn erledigt. Probier mal aus, ob du den töten kannst. Wahrscheinlich, ja, genau, passiert nämlich jetzt genau das. Der springt nämlich weg. Im schlimmsten Fall heilt er sich jetzt komplett hoch, aber eigentlich sollten wir ihn kriegen. Ah, Mist! Eigentlich sollten wir ihn kriegen, waren ihre Worte gewesen. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Was ist denn da jetzt passiert? Was war denn das für ein Käse? Oh, das ärgert mich gerade. Ah, das ist wahrscheinlich auch nur eine Illusion. Nee, das ist eine... die richtige Tante. Da ist er wieder. Okay, haben wir ihn doch getötet. Kann das sein? Hat der... ist das ein Krieger gewesen? Ja, dann hat er Rache gemacht. Der Sauhund. Machen wir auch Rache. So... dann hatte der bestimmt Rache gemacht und ist dann umgefallen. So, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... wo ist er denn? Ha, wir haben Rache überlebt. Sehr gut. Das läuft gerade richtig schön und gut und perfekt für uns. Und das gehört schon uns. Alles klar, da habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ich bin einfach mit dem Mob an Leuten losgerannt. So, der Häuptling ist gerade nicht da, aber die Festung, da rennen wir gerade hin. Sehr schön. Svanir ist zurück. Mich freut das gerade total, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal bei einem Duell gar nicht mal... jetzt ist der Häuptling da, ja. Dass wir jetzt gerade zum zweiten Mal bei einem Duell gegen einen Krieger, die uns normalerweise immer auseinandernehmen, weil ich halt so blöd bin, meinen zu spielen, dass wir da jetzt schon wieder ganz gut bei ausgesehen haben, ne? Es sei denn natürlich, es stand wieder hinten jemand, der irgendwie mitgezaubert hat, aber das verneine ich jetzt einfach mal. Das war bestimmt nicht so. Ach so, da hinten, das haben sie eingenommen. Vielleicht sollten wir auf dem Weg dahin den Hauptmann mitnehmen. Oder wir holen erst das Teil und hauen dann den Hauptmann um. Können wir auch machen. Mal gucken. Ach, hier so ein kleiner Asura-Fratz. Komm her, du kleiner. Zack, da haben wir ihn umgehauen. Oh, das ist aber schön. Von uns oder von den anderen? Nee, von den anderen offensichtlich, denn die haben da gerade ein paar Punkte dazu bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sieht man immer hier kurz, es ploppt immer so ein bisschen auf der Seite, an der Seite auf. So. Der wollte sich hier wohl die Festung zurück erobern. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, und die hatten jetzt natürlich Zeit, weil wir jetzt hier uns um den kleinen Asura gekümmert haben. Da ihr ganzes Zeug einzunehmen. Möchtest du erst den Kollegen töten?
Ich glaube, wir werden von hinten angegriffen. Freundin, hallo, Hilfe. Ah, Mist. Das ist blöde. Aber ich glaube, der gibt auch mehr Punkte, wenn wir den jetzt umhauen, als wenn wir so eine Festung da holen. Oder was heißt eine Festung? Ist ja keine Festung, sondern hier so einen Punkt einnehmen. So, ja, und ich sehe, dass wir angegriffen werden hier. Aber ich wollte eigentlich den Kollegen hier gerne mitnehmen. Komm, den hauen wir noch um. Komm schon. Jawohl, da liegt er. Seht ihr hier? 25 Pünktchen für den Swania. So, zack. Den haben wir auch noch mitgenommen. Aber wir müssen hier schleunigst raus, sonst... Ah, Mist. Ja, ich hätte mich erst heilen sollen. Und dann raus. Das wäre besser gewesen. Ach, die Süß, die wollte mich gerade wiederbeleben. Danke dafür, aber lieber auf die Gegner einhauen im strukturierten PvP. Weil hier geht alles so rasant, da braucht man nicht unbedingt seine Leute zurückzuholen. Ist natürlich nett gemeint, um Gottes Willen. Ich beschwere mich normalerweise auch nicht darüber, wenn ich wiederbelebt werde. Aber ich glaube, im strukturierten PvP ist es wirklich besser, wenn man da das nicht unbedingt macht. So. Das gehört uns, aber wird angegriffen. Du kleiner, fieser Fiesling hier. Oder ihr kleinen, fiesen Fieslinge. Ihr seid ja schon wieder richtig viele hier. Mit den blöden Illusionen und alles. Ach man, wer ist denn hier wer? Du bist der Richtige. Du bist der Richtige. Nein, doch. Bist du's? Bist du's nicht? Lass dich doch mal töten. Hallo? Ich. Na, das war fies. Der ist dann da just in dem Moment abgehauen. Das bist du eine Illusion? Ja. So, gehört das jetzt hier aber wieder uns? Da unten rennt er rum, habt ihr ihn noch gerade gesehen, hier im Augenwinkel. Naja. Soll er abhauen, der feige Hund. Die Festung gehört uns, das ist sehr schön. Da können wir uns mal hier vorne auf das andere da konzentrieren. Oh, oh. Ich nehme mal an, dass jetzt hier von uns keiner... Doch, da sind ein paar. Achtung, die kommen alle zur Feste. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt was mit der Festung zu tun haben möchte, sondern mich ehrlich gesagt lieber hier hinten um das Ding kümmern wollte. Der Häuptling ist nicht da. Der müsste aber eigentlich auch bald wiederkommen. Aber wenn sich da jetzt alle um die Feste prügeln, dann können wir mal versuchen, das hier einzunehmen. Ich weiß gar nicht, kriegt man fürs Neutralisieren? Ja, kriegt man auch Punkte? 10 Stück sogar. Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht nur die Hälfte von denen, die man kriegen kann. Achso, man sollte auch übrigens niemals stehen bleiben, weil es gibt immer wieder Diebe oder sonstige Halunken, die sich anschleichen und dann mit irgendwelchen speziellen Tricks hier von der Seite angreifen können oder von hinten oder was auch immer. So zumindest kenne ich das aus anderen MMOs. Ich weiß gar nicht, wie sich das hier im Moment so bei Guild Wars hält. So, du bist hier der Richtige. Nein, bist du nicht. Du bist hier der Richtige. Nein, warst du, glaube ich, auch nicht. Du bist der Richtige. Du bist der Richtige. Nein, du bist auch nicht der Richtige. Ach Gottchen, ist das ätzend mit euch. Die gehen immer viel zu schnell kaputt. Da weiß man dann immer, dass sie das nicht sind. Du hier? Bist du's? Bist du's? Das ist sehr schön. So, ich wollte ihn mal umrennen. Ja, ich glaube, der ist es jetzt aber wirklich. Ach, obwohl, jetzt hat er sich dann schon wieder da... kurz für einen kurzen Moment getarnt und dann ist er schon wieder weg und dann weiß man es nicht genau und weißt du was? Der ist mir jetzt echt zu blöd. Immerhin haben wir es ja gleich. Wow. Hallo. Jawoll. Sauber, sag ich da mal. Yay, und schon wieder Platz 1. Wir sind wirklich teilweise unschlagbar. Ah, perfekt. Okay, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt, während ich hier wieder alles einnehme und angegriffen werde und was auch immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.